Mit der Frühlingssonne und den ersten angenehmen Temperaturen ist zugleich der richtige Zeitpunkt gekommen, seinem Rasen ein kleines Pflegeprogramm zu gönnen. Mit der richtigen Rasenpflege wird der Grundstein für die kommende Gartensaison gelegt. Dabei gibt es 5 wichtige Schritte, damit das Gras das ganze Jahr über gesund bleibt. Schritt 1. Moos und Laub entfernen. Direkt nach dem Winter sollte man zuallererst einmal den Rasen reinigen. Altes Laub hat auf einem schönen Rasen nichts zu suchen. Auch das Moos sollte sorgfältig entfernt werden. Für die Moosentfernung gibt es natürlich extra Produkte, die ab 5 Grad angewendet werden können. Darin sind Inhaltsstoffe enthalten, die das Wachstum des Moos zerstören und aufhalten. Das Laub und Moos kann man daraufhin im Kompost oder in einem Pop-up-Sack entsorgen. Schritt 2. Mähen. Anfang April, wenn der Boden dann endgültig nicht mehr gefroren ist und die Temperaturen die 10-Grad-Marke erreicht haben, kann der Rasen das erste Mal gemäht werden. Wichtig ist dabei, dass das Gras etwas kürzer geschnitten wird. Um die 5 cm sind in diesem Fall optimal. Dabei gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, wie das Gras gekürzt werden kann. Da gibt es natürlich für jeden Bereich Rasenmäher, wie es bei 4 verschiedenen Geräten ist. Es gibt einen kleinen Rasenmäher, es gibt große. Ja. Dann gibt es natürlich den Vorteil, dass es Elektrorasenmäher gibt für den kleinen Garten. Ja. Die haben eine kleinere Schnittbreite, haben vielleicht weniger Einstellmöglichkeiten, aber sind mit Sicherheit für den Einsatz absolut ausreichend heutzutage. Und für einen großen Garten natürlich dann auch ein Benzinrasenmäher, der dann eine größere Schnittbreite hat, eventuell sogar schon mulchen kann. Ja. Dann Vorteile hat eventuell mit einem Radantrieb. Da ist einfach das Thema, dass man dann nicht mehr so viel schieben muss. Diese Geräte sind ja normalerweise schwer, aber man tut sich dadurch natürlich um einiges einfacher. Eine schöne Möglichkeit, seinen Rasen regelmäßig zu kürzen. Egal mit welchem Rasenmäher, direkt nach dem ersten Mähen darf man das Vertikutieren nicht vergessen. Schritt 3. Vertikutieren. Vor allem jetzt im Frühjahr sollte vertikutiert werden. Dabei werden Rasen, Filz und Moos aus der Grasnarbe entfernt und der Boden wird leicht aufgeritzt. Luft, Wasser und gelöste Nährstoffe können so optimal wirken. Zwischenzeitliches Lüften, vor allem im Sommer, hält die guten Wachstumsbedingungen aufrecht. Trotzdem kann es immer wieder passieren, dass einzelne Stellen im Rasen nicht richtig gedeihen wollen. In diesem Fall gibt es die Möglichkeit nachzusehen. Schritt 4. Nachsehen. Um Lücken in der Rasenfläche zu schließen, gibt es Mittel, deren Samen speziell für diese Zwecke zusammengestellt wurden. Da gibt es inzwischen ein Produkt, Rasenpflaster heißt dieses Produkt, oder Rasenfix. Und hier ist der Vorteil, dass der Rasen innerhalb von 3 bis 7 Tagen schon keimt. Ja, normalerweise sind ja 14 Tage, ab 14 Tage aufwärts. Ja. Aber wenn man eine kleine Stelle hat, vielleicht 1-2 Quadratmeter an einem bestimmten Fleck, wo es einen stört, dann könnte man mit diesem Produkt im Prinzip schon vorgehen. Und andernfalls, und da ist die Vielfalt natürlich auch sehr groß, muss man einfach schauen, welche Stelle hat man im Rasen, was für einen Rasen hat man. Nach dem frischen Aussehen müssen Gartenfreunde auf jeden Fall darauf achten, dass sie jeden Tag gießen. Die beste Zeit dafür bietet sich am frühen Morgen oder am späten Abend, damit der Rasen nicht verbrennt. Auch sonstige Kleinigkeiten sind bei der Rasenpflege sehr wichtig. Schritt 5. Rasenpflege. Handkantenschneider oder Elektrokantenschneider erleichtern das Bearbeiten des Gartenrandes. Eine weitere wichtige Rolle spielt außerdem der Dünger. Gleich Anfang April, nach dem ersten Mähen, kann dieser angewendet werden. Dadurch wächst das Gras intensiver und lässt Unkraut kaum noch eine Chance. Die beste Zeit, um zu düngen, ist der Abend. Wichtig ist außerdem, gegebenenfalls auf kleine Kinder oder Haustiere zu achten. Des Weiteren sollte man nicht vergessen, regelmäßiges Mähen ist das A und O. Was aber tun, wenn der Rasenmäher plötzlich nicht mehr anspringt? Einen neuen kaufen? Im heutigen DENA-Geheimtipp erfahren Sie eine Alternative. Wir haben die Rasenmäherwerkstatt an jedem Standort deutschlandweit. Das heißt, man bringt seinen Rasenmäher bei uns direkt in den Dehner, lässt sich dort beraten, was der Rasenmäher hat. Ja. Man kann aber auch im Vorfeld schon einen Frühjahrscheck machen oder auch dann im Herbst einfach einen Wintercheck. Hat ja den Vorteil, dass man im Frühjahr den Rasenmäher sofort einsatzbereit hat. Da haben wir spezielle Angebote jedes Jahr auch zu diesen Zeiten. Und ansonsten einfach in den Dehner kommen, den Rasenmäher hier abgeben. Wir nehmen einen Auftrag auf, er wird repariert. Der Kunde wird angerufen, was damit ist. Der Kunde kann auch entscheiden dann in dem Moment, ob alles soweit in Ordnung ist. Er wird repariert und innerhalb kürzester Zeit ist der Rasenmäher dann wieder einsatzbereit. Dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Diese 5 Schritte sollten Gartenliebhaber beachten, denn dann steht einem gesunden und vor allem schönen Rasen nichts mehr im Wege und die Gartensaison kann beginnen.